Heute ist der große Tag. Im Stadion hier in Windhoek sind gefühlte 10.000 Leute anwesend. Als wir um 7 Uhr heute Morgen kamen, waren schon die ersten 200 Leute von Chören da, haben gesungen, haben getanzt, haben ein Fest gefeiert. Wir feiern das Reformationsjubiläum auf afrikanische Art mit internationalen Gästen. Ein 4-stündiger Gottesdienst inklusive Abendmahl, inklusive vieler Grußworte, eine Predigt. Und jetzt wird gleich noch eine kurze Diskussion stattfinden. Und ich freue mich, dass so viele Leute hier sind, dass vieles klappt. Wir sind in Afrika, also ist natürlich nicht alles perfekt. Aber das Feiern steht im Zentrum und davon können wir, glaube ich, noch etwas lernen.